Also ich muss ja wirklich sagen, ich drehe ja wirklich sehr, sehr gerne Videos. Ich setze mich gerne wirklich hier so davor, wirklich ohne, dass ich mir irgendwie nur einen Ansatz einer Notiz gemacht habe und rede gerne einfach frei drauf los. Und manchmal mache ich das wirklich so gerne, dass ich so wie jetzt mich davor setze und jetzt in diesem Intro, jetzt in diesen Sekunden, wie ihr das jetzt hier seht, noch gar nicht weiß, was jetzt gleich kommt. Aber es wird bestimmt was ganz Tolles. In diesem Sinne, moin und willkommen zurück. Ja, und ich persönlich liebe ja Verschwörungstheorien und auch diese Geschichten mit krassen Zufällen, die krassesten Zufälle, bla bla bla, gibt es auf YouTube zigtausend Videos und auch in Schriftform ganz, ganz viele Geschichten im Internet. An Verschwörungstheorien, das ist ja nochmal eine Spur härter. Ich glaube nicht an sowas, aber ich finde den Gedanken geil, dass es da wirklich Leute gibt, die sich zur Lebensaufgabe machen, so Sachen wie 9-11 oder ganz viele andere Sachen einfach zu hinterfragen und fest davon überzeugt sind, dass so Sachen, die irgendein Typ vor 300 Jahren mal gesagt hat, jetzt wirklich eintreten. Es ist alles irgendwo Blödsinn, klar, und wenn wir nach irgendwelchen Sachen suchen, dann werden wir sie auch finden, aber das ist kein Beleg dafür, aber trotzdem eine schöne Sache und ich finde es sehr faszinierend. Und eine Sache ist mir dann ins Auge gestochen vor ein paar Monaten schon, und zwar John F. Kennedy und Abraham Lincoln, die ja beide bekanntlich US-Präsidenten waren, sind beide ermordet worden und es gab tatsächlich, außer dass sie beide Präsidenten waren und dass sie beide ermordet wurden, noch andere erstaunliche Parallelen. Da habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt mal in Videoform bringen, weil es ist unfassbar. Okay, wir fangen mal ganz lame an. Abraham Lincoln wurde 1846 in den Kongress gewählt und John F. Kennedy 1946. Zum Präsidenten ist Lincoln dann 1860 gewählt worden und John F. Kennedy 1960. Also beides jeweils 100 Jahre später. Aber das finde ich ist noch recht lahm. Aber es wird noch besser. So, denn hier sind typischer Verschwörungstheorie-Zufallsklassiker. Beide Namen, Kennedy und Lincoln, haben beide 7 Buchstaben. Beide Präsidenten setzen sich für die Menschenrechte ein. Ja, was ein Zufall, hey. Und jetzt wird es ein bisschen mysteriöser, denn die Ehefrauen beider Präsidenten verloren während dessen Amtszeit ihre Kinder im Weißen Haus. Beide Präsidenten wurden an einem Freitag erschossen und beide Präsidenten wurden durch den Kopf erschossen. Lincoln hatte einen Sekretär namens Kennedy und Kennedy hatte einen Sekretär namens Lincoln. Sowohl der Nachfolger von Abraham Lincoln als auch der Nachfolger von John F. Kennedy hieß Johnson. Das ist wieder so ein Jahreszahlen-Zufallsgedöns. Andrew Johnson, der Nachfolger von Lincoln, wurde 1808 geboren und Lyndon Johnson, der Nachfolger von John F. Kennedy, wurde 1908 geboren. Und so geht's auch weiter, denn der Mörder von Abraham Lincoln wurde 1839 geboren, John Wilkes Booth, und Lee Harvey Oswald, der bekanntermaßen der Attentäter von John F. Kennedy war, wurde 1939 geboren. Was ein Zufall. Die Namen beider Mörder setzten sich aus insgesamt 15 Buchstaben zusammen. Beide waren Südstaatler und beide hatten 2 Vornamen. Jetzt ist wieder ein bisschen interessanter. Booth, der aus dem Theater, in dem er Abraham Lincoln erschossen hat, flüchtete, wurde in einem Lagerhaus gefasst. Und Lee Harvey Oswald flüchtete aus dem Lagerhaus, aus dem er geschossen hatte, und wurde in einem Theater gefasst. Also Lagerhaus, Theater, Theater, Lagerhaus. Mysterious, mysterious. Und sowohl Booth als auch Oswald sind ja ermordet worden, bevor in der Prozess gemacht werden konnte. Bei Lee Harvey Oswald wusste ich das. Ja, da ist er noch so ein bisschen, ne, weiß man ja nicht genau, ist er das jetzt nur wirklich gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich denke mir, wenn etwas sich so hartnäckig hält, ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Nicht, dass die NSA noch mithört. Und das hier ist, weiß ich nicht, so ein kleiner Funfact, keine Ahnung, denn eine Woche vor seiner Ermordung besuchte Abraham Lincoln die Stadt Monroe in Maryland und John F. Kennedy besuchte eine Woche vor seiner Ermordung Marilyn Monroe. Und abschließend noch ein unglaublicher Zufall. Abraham Lincoln wurde im Ford's Theater erschossen und John F. Kennedy wurde in einem von der Ford Motor Company gebauten Lincoln erschossen. Wow. Was ein Zufall. Okay, man kann ja viel drüber spekulieren. Ihr wisst ja, wenn Verschwörungstheoretiker irgendwelche Zufälle finden wollen, dann finden sie auch Zufälle. Und hier ist ziemlich viel Shit dabei. Allerdings auch ein paar Sachen, die wirklich ein bisschen mysterious sind. Aber das ist halt dann eben so. Und dann verabschiede ich mich aus diesem Video. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Da erfahrt ihr, wie ich bei McDonald's ziemlich hart verarscht werden sollte. Es hat nicht funktioniert. Warum, wieso, weshalb, das erfahrt ihr da. Und hier kommt ihr zur brandneuen Folge Hausarrest, die jetzt eben gerade auch in diesen Sekunden erschienen. Ja, hier unten könnt ihr mich noch abonnieren. Instagram, Twitter oder umgedreht. Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir uns die Tage zu einem neuen Video wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ach so, liken natürlich. Dürft ihr gerne machen. Fühlt euch nicht gezwungen, aber macht es, wenn ihr wollt. Bis dahin. Macht's gut und bleibt sauber, Freunde. Peace and out. Und das war geklaut. Ciao.